Leute, hier ist Black und Gaso. Ja, und heute gibt es Transformers. Richtig, richtig. Die zweite Wave. Ich meine, die sind jetzt, lass mal ein paar Tage alt sein, oder vielleicht eine Woche ungefähr. Ja, ja. Kommt ungefähr hin. Wir zeigen euch heute 6 von 8 Figuren. Warum? Nun, es gefallen mir halt nicht alle Figuren. Hatten wir schon mal. Manchmal ist das ja so. Dann wird doch komplett haben. Ja, das wird wahrscheinlich auch passieren. Wahrscheinlich. Guck mal, von der ersten Wave, die hatten wir euch gezeigt, mit den Generation One Figuren, die hatten wir auch euch dabei gezeigt. Und da waren halt aus der ersten Wave offiziell gibt es 6. Wir hatten euch 5 gezeigt, Bumblebee hatten wir nicht. Mhm. Nicht, dass ich Bumblebee als Charakter nicht mag, mir gefällt nur die Figur nicht. Mhm. Also in den Originalfilmen, diese 1 bis 5, die von Transformers, da fand ich ihn cool. Ist der da irgendwo hinten drauf? Nee, der ist jetzt nicht da hinten drauf. Achso, okay. Bei denen ist jetzt quasi. Ach doch. Ja. Ah, perfekt, guck mal. Hier hast du die erste Wave, können wir eben zeigen. Ist die erste Wave, davon haben wir die alle quasi, bis auf Bumblebee. Und hier, ich hoffe, das schimmert jetzt nicht so. Das ist die zweite Wave, steht ja auch drauf, zweite Wave. Und davon werden wir euch heute alle Figuren zeigen, bis auf Rumble und Astro Train. Ich glaube, Rumble ist sogar im Moment nicht lieferbar. Aber Astro Train, ja. Ich kenne die Figuren auch alle, aber ich habe da nicht so einen Bezug zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich kenne sie von der Zeichentrickserie alle, aber ja, der ist einfach nur grau mit ein bisschen lila. So. Also haut mich nicht um, aber wie Black sagte, vielleicht, wenn ich die doch mal. Dann wäre ich es nicht mehr zu lang. Weil ich meine, auch bei der dritten Wave, wenn die rauskommt, ja, da werde ich dann auch nochmal zuschlagen. Dann gucken wir mal. Gut, dann beginnen wir mal. Würde ich sagen, beginnen wir mit der ersten Figur. Haben wir einen Decepticon. Ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht so gut. Was soll denn? Sharpnel oder wie auch immer ausgesprochen wird. Ist ein kleinerer. Man sieht es ja schon jetzt im Vergleich. Sieht so ein bisschen aus wie das Rentier des Todes. Das Rentier des Todes? mit dem Geweih. Aber ich glaube, der soll gar kein Rentier darstellen. Nee, das ist ja so ein bisschen. Auf der Packung sieht es ja auch ganz anders hin. Wahrscheinlich kann man das irgendwie noch. Kann man das bewegen? Weiß man nicht, ne? Das ist, glaube ich, so, ne? Das ist, ganz ehrlich, könnte ich weiß sein, es ne? nicht. Kann man die bewegen? Also ich weiß, dass du die Arme im Prinzip bewegen kannst, den Kopf. Und die Beine, die kannst du so, weil wir hatten ja schon den einen davon gezeigt, den Starscream. Den habe ich ja zweimal, den habe ich ja einmal ausgepackt und haben wir auch gezeigt. Also eigentlich war nicht so viel von der Beweglichkeit. Und wenn man mal so ranzoomt, weiß nicht, kann man den bewegen? Ist so die Frage. Ja, sind da keine Gelenke? Ne? Weiß ich weiß man nicht. Weiß ich nicht. Weil das ist ja hier so eine andere Stellung ist auf der Packung. Ja, richtig. Wenn man hier reinguckt, könnte. So ein Energieblitz ist irgendwie. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist dann draußen einer, der die Figur auspackt. Genau, der die auspackt. Ja. Weil ich wollte ihn jetzt nicht auspacken. Mhm. Beigepackt kann man hier sehen, hat er hier so eine Laserkanone, so ein Blaster. Den kann man hier so. Hier sieht es so aus, ob man den drunter klemmen könnte. Vielleicht kann man den auch in die Hand geben. Ich würde eher sagen, kann man hier in die Hand geben. Ja. Ich kenne von einem Zeichentrickfilm von der Serie, kenne ich ihn, ja, aber hatte ich keinen Bezug zu, aber ich fand ihn ganz cool. Mir gefällt das mit dem Lila, Gelb, Schwarz. Ja, finde ich auch gut. Ne? Gute Farbkombi. Farbkombi, auch schönes Artwork hier, gefällt mir richtig gut. Ja, hier steht es drauf, die zweite Wave, brauchen wir nicht näher drauf eingehen. Ja. Lege ich mal zur Seite, einer der Bösen. Ja. Ja, kommen wir zu einem der Guten. Leider ist die Karte ein bisschen geknickt hier an der Seite und hier vorne, ja, wie halt, ne, mit der Post ankommen. Ja, kommen wir zum guten Grimlock. Und ich glaube, Grimlock ist so eine Figur, die jeder kennt. Einer von den, beziehungsweise der Saurier, von den 4 Sauriern, die es gibt, der sich als normalerweise als Tyrannosaurus verwandeln kann. Die Figuren können sie natürlich nicht verwandeln, sind einfach diese Remaster-Figuren. Ja, vor der Verwandlung praktisch. Von der Verwandlung, genau, vor der Verwandlung im Prinzip, was natürlich sehr cool ist, beigepackt hat er seinen Blaster, diesen Doppelblaster hier vorne, wenn man es erkennen kann. Und, was ich sehr cool finde, das Schwert. Ja. Und richtig cool, dieses Energieschwert, was er dabei hat. Gab es damals schon in den 80ern, Anfang der 90er, hatte ich ihn auch, wo man ihn verwandeln konnte, hat auch die beiden Waffen dabei gepackt. Fand ich immer sehr cool. Grimlock, ja, auch so als Figur. Die Karte ist ganz cool gemacht von Farben her. Ja, man sieht natürlich hier ein paar Farben. Ja, ist ein bisschen gelb auf dem Bein, ne? Ja, oder was es auch sein soll. Ja.
sind nicht so hundertprozentig, aber für die 16, 17 Euro kann man nichts sagen für die Figuren. Also ist jetzt nicht so, so kostspielig, von daher kann man Kleinigkeiten verzeihen. Ja, dann kommen wir zu einem meiner Lieblingsfiguren, Skyfire. Kennen. Kennen tut ihr ihn auch, selbst wenn ihr die Zeichentrickserie Film nicht gesehen habt. Und zwar kennt ihr ihn aus dem Originalfilm, das ist der zweite Teil, da wo sie die Golfspitze suchen und das Grabmal der Primes. Da treffen die, treffen sie quasi auf einen Decepticon. Ein alter Decepticon, der sich als uralter Decepticon empuppt, einer der ersten. Ja, jetzt siehst du hier das Autobot-Zeichen. Ja. Offiziell ist er nicht ein Böser. Am Anfang ist er ein Böser, aber entscheidet sich auch in der Zeichentrickserie auf die gute Seite. Ja. Wie auch im Originalfilm, sagt er dann, ja, man, es ist eine tiefe Entscheidung, man kann die Entscheidung fällen, selbst ob man gut oder böse ist. Fand ich ganz gut. Es gibt eine neue Serie auf jeden Fall auf Netflix, die da angelaufen ist. Keine Sorge, wir machen hier keine Werbung oder so, aber das kann man sagen, weil ich fand es nämlich echt cool. Das heißt irgendwie, wie hieß es jetzt, die Serie auch mit den, denkst du, ich komme jetzt auf den Namen. Auf jeden Fall Transformers, und die sind wirklich in diesem Zeichentrickstil mit ein bisschen modernisiert. Und da haben sie es auch super genial umgesetzt. Er ist der Anführer, im Prinzip diese Stoßtrupps von Megatron, und entpuppt sich nachher, entschließt sich wirklich zur guten Seite, zu Optimus Prime, zu Autobots überzulaufen. Super genial gemacht. Hier haben sie natürlich die Figur direkt schon mit dem Autobot-Zeichen drin. Ja, das Einzige, was ich nicht ganz so schön finde, er ist nicht weiß. Also normalerweise müsste er so weiß sein. Das sieht schon fast so aus wie dieses Gloss, das, was so im Dunkeln leuchtet von der Farbgebung her. Ne? Aber wahrscheinlich leuchtet er nicht. Nee, ich glaube, der leuchtet nicht. Ein bisschen mehr Grüntouch haben. Müsste, glaube ich, auch, ja. Ja, finde ich schade, weil da hinten siehst du die Tragflächen, die er hat. Die sind ein bisschen eher in so einem schönen Weiß gehalten. Finde ich schade. Also mir hätte er besser gefallen, wenn er wirklich... Aber gut, das ist natürlich... Das sieht so ein bisschen aus, dass der Kunststoff vielleicht die Farbe ist und die haben den gar nicht, keinen Lack drauf. Ne? Sie sagen, ach, der ist schon jetzt fast weiß, dann lassen wir den so. Vielleicht, Es ist natürlich billiger produziert. Ne? Ja, gut, klar. Die Waffe hier beigepackt, finde ich auch sehr cool. Sieht auch, die haben Löcher für Stand hier unten, ne? Ach, guck mal, wusste ich gar nicht. Werden wahrscheinlich alle haben. Haben wir alle. Wird wahrscheinlich auch die... Obwohl, die sehen ganz gut aus, dass sie gut stehen werden, weil die relativ eckige Füße haben. Ne? Denke ich auch, weil ich hab den einen, wie gesagt, ausgepackt und ist auch, also von daher... Ja, es gibt ja manche bei Starscream ist es auch... Die bleiben ja einfach nicht stehen wie die Star Wars Figuren, da müsst ihr ja irgendwelche Stands haben. Oder genau, und da gibt es halt verschiedene... Das ist nervig. Also. Ja, das ist wirklich nervig. Habe ich ja auch bei meinen Vintage-Figuren, habe ich die Stands auch. Bei den anderen Figuren, weil sonst ist es wirklich nervig. Ja, was kommen als nächstes? Als nächstes kommen wir wieder zum Autobot. Nee, oder? Nehmen wir mal einen Decepticon, auf den ich mich richtig gefreut habe. Ja, sieht doch cool aus. Richtig, der ist richtig mega. Shockwave. Guck mal, vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen haben wir das andere Transformers-Video ausgebaut. Da habe ich euch auch, die Figur nicht dabei, ich habe sie vergessen. Sonst hätte ich sie aus der Vitrine geholt. Da habe ich mich den Shockwave, den Original gezeigt von 1990 aus der Serie. Das würdet ihr wieder hören, wie er jetzt durch die Wohnung rennt, so ungeschnitten, wie es immer bei uns ist. Genau, ungeschnitten. Und ich würde ihn euch holen, aber das dauert jetzt ein bisschen. Da bräuchte ich doch eine 45-Minuten Autofahrt. Aber trotzdem, Shockwave, super genial. Mir gefällt einfach, mir gut, ich mag sowieso die Farbe Lila, das ist so meine Lieblingsfarbe. Aber generell, Shockwave finde ich einfach cool. Und vor allem der Blister hier, der ist sehr dick und breit. Ja. Ihr habt da hinten, könnt ihr das sehen, so einen Schlauch da hinten noch dran. Hier diesen Schlauch, den er auch am Arm hat, hier auf der Karte, haben sie da auch gemacht. Deswegen ist der Blister auch ziemlich dick. Wie bei Grimlock auch. Grimlock hat auch so einen dicken Blister dabei, weil der Rücken so... Also es ist ganz cool gemacht. Auch hier, dass da vorne die Abzeichen drauf sind, finde ich auch sehr cool. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Überlege ich mir vielleicht nochmal ein zweites Mal zu holen, die Figuren auszupacken, weil das ist so eine Must-Have-Figur von mir. Was haben wir noch? Jetzt haben wir noch zwei. Ja, dann zeigen wir euch einmal den guten Alpha Trion. Der gefällt mir auch sehr gut. Gefällt dir, ne? Dachte ich mir. Finde ich. Also ich finde ihn sehr schick, vor allem er ist nicht so breit. Genau, er ist so, auch mit dem Mantel und so, ne? Also sieht schick aus. So. Genau, mit diesem, ich sag mal, Darth Vader Gedächtnismantel. Genau, das ist der Darth Vader Gedächtnismantel von den ganz alten Figuren. Von den alten Klassikfiguren. Die Leia hatte den ja auch im Weiß. Genau. Oder auch hier,
Wie heißt der hier, diese kleinen Javas zum Beispiel. Gibt es auch Java mit dem Stoffmantel. Es gibt den, der diesen Plastikmantel dabei hat, der sogar wesentlich teurer ist aus den 70ern als der mit dem Stoffmantel. Ja. Weil ich glaube, der war die erste Wave und naja, egal. Ja, aber wie gesagt, sehr schön gemacht. Ich finde auch die Details sehr schön hier von der Rüstung her. Es sieht sehr schön aus mit den Armen. Ja, wirklich super. Und was kann ich zu euch zum Charakter sagen? Ja, zum Charakter kann ich euch nur Folgendes sagen. In den Originalfilmen oder in den Originalzeichentrickfilmen kommt er öfters mal vor. Auf dieser neuen Serie, wie ich gerade gesagt habe, die da auf Netflix läuft. Ich glaube, War of Cybertron heißt die. Lass mich jetzt nicht lügen, ob ich den Namen... Ich meine, es heißt War of Cybertron. Da ist es ein bisschen anders. Da ist es so, dass normalerweise... da haben sie es auch anders gemacht. Bumblebee ist zum Beispiel... hat sich gar keiner, weder den Decepticons noch den Autobots angeschlossen. Und es gibt noch Ultra Magnus. Und Ultra Magnus hat quasi das Wissen von allen Transformers in seinen... Ich wollte gerade sagen, eingeweiht. In seinen Computerchips drin gespeichert. Und... Alpha Trion war der allererste und er wurde von Megatron getötet und hat quasi sein Wissen alles an Ultra Magnus weitergegeben. Und ja, dann schaut euch die Serie an. Ich will euch nicht spoilern, was da passiert, aber offiziell hat das weitergegeben. Dann könnt ihr euch ja trotzdem denken, wie was passiert. Also er kommt auch vor, aber ich weiß nicht, ob er vielleicht nochmal eine zweite große Rolle spielen wird. Muss mal gucken. Haben sie ganz gut gemacht, umgesetzt. Hallo, ich finde das Artwork... Vom Wrestler, finde ich, ne? Vom Wrestler meinst du? Wie der Mantel oder was? Meinst du jetzt oder was? Weil der ein Gesicht hat, ne? Achso, weil der Gesicht... Der andere. Ja, gut, das stimmt. Mit der Sonnenbrille, die anderen haben ja keine Gesichter. So ja gut, das stimmt. Er ist und der soll ja hier dieser Bart im Prinzip sein. Ein bisschen ein Macho-Man. Stimmt. Ja, das jetzt nicht, aber das hier, ne? Aber das hier, ja, okay. Okay, können wir euch der Macho-Man noch nicht so schmeißen. Touch war da davon. So, ja, dann kommen wir zur sechsten und letzten Figur für heute. Mhm. Da haben wir den guten, ja, wie wird er denn ausgesprochen genau? Mirage könnte, könnte Mirage sein, weil er so vielleicht wie ein, vorher eigentlich ja sich als Auto verwandelt, aber es sieht aus wie eine Rakete. Er hat ja eine Rakete auf. Ich meine, es gab damals in Frankreich auch so eine Langstreckenrakete, ich glaube, die hieß auch Mirage. Ah, das kann sein, weil er kann sich nicht eigentlich in ein Rennauto verwandeln, also normalerweise ist es so. Ja, kommt auf jeden Fall, kann sein, deswegen auf jeden Fall. Er hat hier auch einen Blaster nochmal dabei gepackt, das fällt mir übrigens auch auf. Er hat hier gar keine Waffe dabei gepackt, keinen Stab oder sonst was. Der Wesselt bestimmt. Ja, der Wesselt bestimmt. Der macht den Touchdown mit den anderen. Das kann sein, der braucht gar keine Waffen. Nein. Der braucht keinen Blast oder so. Nein, aber Mirage, finde ich sehr cool. Hat in dem War of Cybertron spielt er auch einen großen Part, hat er da, fand ich ganz gut umgesetzt. Ich kann mich auch daran erinnern, in den 80ern, beziehungsweise Anfang der 90er in Zeichentrickfilmen, hat er auch einen guten Part, kommt oft das drin vor, gefiel mir immer und ich finde die Figur, muss ich zu sagen, von den allen Figuren, finde ich die immer sehr gut umgesetzt. Man hat hier das Originalbild, wie sie wirklich in der Zeichentrickfilme in der Zeichentrickserie rausgekommen sind und da sind die Figuren schon wirklich sehr nah dran. Und klar, ihr könnt euch die natürlich hinstellen, wenn ihr die auspackt, muss ich ganz ehrlich sagen, wirken sie nicht so schön. Es sieht schöner aus, wenn ihr wirklich das mit der Karte so lässt, weil ihr seht ja auch die... Auch ein bisschen Unterstützung für die Fantasie. Wenn man die Karte hat, dann hat man wieder den Zeichentrickfilm im Kopf. Richtig, dann genau. Im Vergleich zu dem Modell. Genau. Und schön ist natürlich, ich habe ein paar mit Stunts, aber das ist mir hierbei nicht wichtig. Man kann es auch wirklich so an die Wand hängen. Finde ich echt ganz nice. Ja, mal gucken, wann die nächste Rave rauskommt. Wie gesagt, das ist die erste Rave, die zweite Rave. Die beiden Figuren fehlen mir von der. Vielleicht hole ich es mir so auch noch, genauso wie hier Bumblebee. Warten wir ab, weil in der dritten Bumblebee Wave... hat ja viele Fans, ne? Deswegen sage ich es ich finde den Charakter gut, mir gefällt nur die kleine Figur, hat mir nie so wirklich gefallen. Da gefallen mir sogar noch eher die beiden hier. Obwohl, ja, bei ihm ist mir zu viel Grau. Das ist mir zu viel Grau einfach, weiß ich nicht irgendwie. Naja, vielleicht, ihr kennt mich ja, werde ich dann doch mal dazu schlagen. Flöhe und vielleicht doch Bumblebee. Vielleicht auch doch Bumblebee dazu. Man kann es und was mir auffällt, die Guten haben hier wirklich alle diesen roten Touch und die Bösen haben doch eher diesen lilanen Kreis da drum, sehe ich gerade so. Ja, das war ein kleines Video im Prinzip. Aber trotzdem, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Lasst mal einen Daumen da oder ein Abo, wenn ihr Bock habt. Genau. Bis dann. Ciao.